Ja, hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir was Besonderes. Ihr seht hier hinten dran zwei Adora, Adria Adora 673 PK. Ein ganz besonderer Wagen und dieser Wagen ist auch recht beliebt. Es sind nämlich schon zwei bestellte Kundenfahrzeuge. Wir haben insgesamt drei davon. Einer ist jetzt schon in der Werkstatt in der Ausrüstung und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch jetzt mal diesen Wagen, weil er jetzt unterschiedlich bestellt wurde. Der eine hat jetzt eine alte Warmwasserheizung, der andere hat sie eben nicht, der hat eine normale Thoma-Heizung drin und der eine hat jetzt hat Alufelgen, der andere hat andere Polster und so weiter. Und das Besondere bei dem Wagen ist, dass sie alle sehr viel Ausstattung noch bekommen. Die bekommen also verschiedene Sachen noch von uns eingebaut jetzt in der Werkstatt. Und das wollen wir euch mal zeigen, wie so ein Wagen dann noch anschließend, nachdem er bei uns angeliefert wurde, auch ausgerüstet wird. Jetzt fangen wir einfach mal kurz an. Wir haben jetzt hier mal den ersten Wagen. Das sieht man jetzt schon vorne gleich mal. Der hat jetzt hier einen ATC bestellter Kunde. Das ist jetzt da schon drin. Ab Werk so verbaut, so schaut es dann aus. Wenn man neben drüber rüber schaut auf die Dikes, dann sieht man, der hat jetzt kein ATC bestellt. So sind schon mal die Unterschiede. Dann machen wir weiter. Dann haben wir hier an der linken Seite einen großen Stauraum vorne. Ich mache jetzt mal nichts auf, weil das machen wir dann später, wenn die Installationen kommen. Nur einfach mal rumgehen. Der hat jetzt Alufelgen bestellt, sind jetzt hier mit drauf. Dann kommt hier die Toilette, hinten nochmal ein Staufach. Schon ein ordentlich großer Wagen hier. Schöne Heckansicht. Das Tolle an dem Wagen ist eigentlich das Besondere, dass er zwei Eingangstüren hat. Und das sehen wir jetzt gleich auf dieser Seite. Müssen wir mal die Flanke nachschauen hier. Eingangstüre 1 und vorne die nächste Eingangstüre. Ja, genau. Dann haben wir hier eben unseren Kühlschrank verbaut und diese zwei Eingangstüren, die haben natürlich auch einen besonderen Hintergrund, warum der Wagen so beliebt ist, weil wir haben im Heckbereich ein sogenanntes Kinderzimmer oder Jugendzimmer und im vorderen Bereich halt den normalen Wohnbereich. Man kann also wirklich den Wagen innen auch abtrennen, sodass man zwei Wohnbereiche hat. Und deswegen ist dieser Adora einer der beliebtesten Adora. Wir haben jetzt diesen Wagen, wie gesagt, dreimal, haben auch schon verkauft und es kommen nochmal zwei. Also es ist auch so, dass nochmal verfügbar sind dieses Jahr. Deswegen macht dieses Video auch Sinn, damit ihr mal so seht, wenn euch da vielleicht eine Kaufentscheidung ansteht, dass man da mal die Unterschiede auch erkennt. Ja. Also von der Heizung her sehen wir jetzt hier auf der einen Seite, da ist jetzt Thoma drauf. Ja, also ist da, das ist der mit der Thoma-Heizung. Da sind jetzt auch keine Alufelgen bestellt. Dann schaut er halt so aus. Ja. Da kommen noch Raddeckel drauf, das ist noch etwas schicker. Und ansonsten sind sie gleich. Dann haben wir hier vorne auch Wassertank, haben auch Stauraum. Das sind halt so die Unterschiede. Schön ist auch bei dem Wagen, dass wir vorne eine Panoramascheibe haben. Die ist ja beim Adora, wenn es irgendwie geht, dabei. Ja, das war jetzt mal so ein kurzer Einblick, wie dieser Wagen ausschaut. Wir werden euch den noch genauer zeigen. Wir gehen auch mal rein und zeigen euch mal innen, wie das so ausschaut. Es ist ja interessant, was da, wie die Aufteilung ist. Und dazu sehen wir uns dann gleich. So, hallo, jetzt sind wir mal in den ersten Wagen reingegangen. Wir haben jetzt hier noch überall Plastikfolie drauf. Das liegt halt daran, dass wir noch Installationen durchführen. Deswegen lassen wir das auch so, dann bleibt nämlich alles geschützt. Ja, also hier vorne haben wir jetzt unser Bett. Mal kurze Vorstellung vom Wagen hier. Der Wagen ist, wie gesagt, sehr beliebt und liegt auch an der Aufteilung. Also Elternbett vorne, dann haben wir hier einen ersten TV-Halter, haben hier eine große Sitzgruppe mit Tisch verschiebbar. Dann hier große Fächer drin. Ja, gehen auch mit Softclose. Okay, dann schauen wir mal in die Küche rein. Da haben wir hier auch Oberschränke. Da sind noch ein paar Sachen drin, wie Schneidbrett, Abdeckung, hier noch Utensilien. Die kann man so einhängen hier überall, wo man halt gerne möchte. Sind ganz viele dabei. Dann ist hier schon was zerlegt worden, genau. Da geht es schon teilweise begonnen mit der Installation. Dann haben wir hier unseren Kocher, Dreiflammenkocher mit Piezo. Genau. Dann hier Wasserhahn. Hier jetzt optional bestellt Backofen. Schaut dann so aus. Wir gucken uns dann gleich den anderen Wagen an. Der hat den Backofen nicht drin. Ja. Wir haben jetzt hier auch eine alte Warmwasserheizung. Können wir gerade mal zum neuen Bedienteil hinschauen. Da ist die alte nebendran hier. Sieht man hier das Bedienteil, ist dann alles ein Touch und so weiter. Lassen wir es aber aus, weil jetzt haben wir kein Gas drin. Geht auch mit Strom natürlich. So, dann geht es weiter mit Kühlschrank. Ja, kennen wir schon, da geht es um viele Wagen. Schmale und hohe Ausführungen, 140 Liter. Dann das Besondere bei dem, wir haben jetzt hier so diese offene Dusche. Die sieht man jetzt hier. Machen wir mal auf. So, kann man nach innen aufmachen oder nach außen auf.
Nee, nach innen. Genau, nach innen aufmachen, reinstehen und dann dementsprechend wieder zumachen. Also es ist wirklich eine separate Dusche. Das zeige ich dem Wagen auch etwas aus noch. Und wir haben dann hier nebendran unsere Toilette separat. Die Türe kann man jetzt schließen hier. Und ich habe jetzt so gesperrten Bereich. Habe jetzt hier praktisch im vorderen Wohnbereich mein Bad mit Toilette, Dusche oder halt Waschbecken dementsprechend. Wenn ich meine Toilette nicht benötige, habe ich natürlich ein Waschbecken hier. So. Oben mit großem Schrank drin. Hier auch separate Luke und noch einmal eine Stange. Und da sieht man jetzt auch wieder einen Heizkörper von Alde. Warmwasserheizkörper. Genau. Toilette. So, und jetzt ist ja praktisch der Kinderzimmerbereich abgesperrt, ne? So, jetzt ist es so, dass diese Fahrzeuge, also jetzt eigentlich alle Kunden möchten eine Klimaanlage, weil demnächst, wo wir jetzt dann gleich reingehen, der hat die Klimaanlage ab Werk, dann sitzt die hier drin und die Dachluke ist nicht da. Schauen wir uns dann gleich an. Das gefällt dem Kunden jetzt auch nicht, denn wir haben jetzt schon eine Lösung gefunden, wo man die Dachluke hier platziert. Also die Dachluke. Die Klimaanlage hier platziert und dadurch die Dachluke erhalten bleibt. Dadurch haben wir da hinten ein wenig Licht. Ja? Sonst haben wir hier hinten gar kein Licht mehr. Das ist also nur noch das Fenster und das war's. Ja? Okay, jetzt schauen wir uns das mal an hier. Etagenbett oben, Bett unten, Sitzgruppe, TV-Halter, also so richtige kleine Lounge. Kann man noch rausziehen hier, gibt dann noch einmal einen Schlafplatz. Das hier kann man auch runterklappen. Das heißt, wenn ich jetzt das nicht benötige, gehe ich jetzt her, mach das mal auf. Und dann kann ich es abklappen und als Rückenlehne benutzen im Bereich von dieser Sitzgruppe. Das lässt sich machen. Also ist flexibel umbaubar. Also von dem her sehr beliebter Wagen. Und natürlich, zweite Tür. Da können wir raus. Ja, mit Garderobe. Und machen wir jetzt da vorne mal schnell die Tür zu. Moment. Ich mache das schnell. Also Türe vorne geschlossen. So. Dann ist hier wirklich das Zimmer extra. Und die Klimaanlage da oben platziert heißt, es kommt trotzdem, falls ich die Türe schließe, immer noch die Luft durch. Aber natürlich ist es dann besser, man lässt dann die Tür offen in dem Moment. Ja, das ist mal der erste. Hier haben wir jetzt das dunkle Polster. Und im anderen weiß ich gar nicht, müssen wir schnell schauen. Sehen wir gleich. Ja, also, wir gehen rüber. Tschüss. Ja, jetzt sind wir in den anderen Wagen reingekommen. Er hat vom Polster her einen Ticken heller. Minimal. Ist ein bisschen anderes Polster. Und ansonsten hat er jetzt entscheidender Unterschied, keine alte Warmwasserheizung. Drehen wir uns mal um. Was sehen wir da oben? Da steht dran Thoma. Da ist jetzt eben die Thoma-Heizung drin. Die Kombi. Ja? So, dann ansonsten genau dasselbe. Hier alles schubladentechnisch. Da hat sich nichts verändert. Man sieht auch hier keine Heizung. Gleicher Kühlschrank, gleiche Sitzgruppe, Dachluke. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir haben da hinten jetzt die Klimaanlage drin ab Werk. So ist die jetzt verbaut, wenn der Wagen ab Werk so kommt. Und das werden wir hier noch umbauen. Da zeigen wir euch dann gleich noch ein Video. Kurz, wir haben da ein bisschen was zusammengeschnitten schon vom Einbau. Die ist schon umgesetzt worden, also schon eingebaut worden. Und das gucken wir uns dann gleich noch mit an. Das ist dann der dritte Wagen, den wir noch haben. Wir verfolgen ja diese Einbauten so ein wenig mit, damit ihr dann ein wenig mal einen Einblick kriegt, wie das so bei uns vonstatten geht. Ja? Okay, das war's hier erstmal. Bis gleich. Kurzes Zwischenupdate. Der Dachausschnitt ist jetzt hier vollzogen. Ich mache nur kurze Erklärung. Wir haben hier einmal den Ausschnitt und da sieht man, wenn man jetzt hier ein wenig reinfilmt, dass hier schon Material rausgenommen wurde. Das wird natürlich wieder aufgefüllt, indem man jetzt ein Holz anfertigt und es hier genau zwischensetzt und das Ganze wieder dementsprechend verklebt. Das Kabel für die Klimaanlage ist schon durchführt. Hier ist noch das Tinbus-Kabel mit dabei, das ist dann für die Steuerung, für die iNet-Box, geht jetzt hier quer rüber und dann hier in den Kleiderschrank. Machen wir da mal auf kurz, da sieht man, dann kommt das Kabel raus und so kann man das praktisch ohne sichtbare Verkabelung hier installieren. Ja, wenn es dann wieder verklebt ist, da kommt jetzt als nächstes dann noch der Dichtrahmen rein für die Klimaanlage, dann machen wir den nächsten Schritt. Ja, wir sind soweit. Die Klimaanlage ist verbaut. Hier sieht man jetzt auch schön, dass der Holzrahmen da drin ist.
Dementsprechend ringsrum, da wo es ging, hier ist schon noch Holz vorhanden, gleich anschließend. Deswegen ist da nichts extra eingebaut worden. Dichtrahmen ist verklebt hier, sieht man diesen grauen Rahmen, das ist extra ein spezieller Dichtrahmen, wo die Klimaanlage dann aufgesetzt wird und dann wird sie unten dementsprechend mit Drehmoment angezogen und auf die richtige Spannung gebracht. Jetzt wird noch anschließend verkabelt und die Kabel dann versorgt, die jetzt hier noch raushängen, gehen dann noch ins Bedienpanel vor, damit dann auch die iNet-Box mit der alten Kontrolle zusammengeschlossen werden kann. Dieser Wagen hat eben diese alte Warmwasserheizung und dann funktioniert das. Und wenn man jetzt mal so eine Tür aufmacht, dann sieht man auch, dass oben noch so ein Spalt bleibt. Da fehlt natürlich jetzt noch der Innenlüfter, der wird dann noch angesetzt. Aber das können wir euch jetzt momentan noch gar nicht zeigen, weil der ist im Rückstand, wie es halt momentan so ist, sind da halt nur gewisse Teile immer da. Das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. So, ja, jetzt sind wir schon im dritten Wagen. Der ist jetzt schon ziemlich Baustelle, wie ihr seht. Da sind das Polster alles schon weg. Wir können auch mal einen Blick dahinter werfen. Da ist jetzt eingebaut worden. Das sieht man jetzt von hier ein wenig schlecht. Und zwar haben wir jetzt hier noch einen City-Wasseranschluss eingebaut. Der City-Wasseranschluss hat die Möglichkeit mit Rückschlagventil. Das heißt, es kommt von außen, wenn man da Wasser dran steckt, kein Wasser auf den Tank, sondern es geht direkt aufs Leitungssystem. Und somit haben wir einen gedruckgeminderten Bereich, wo wir dann direkt auf die Hähne haben. Müssen die Pumpe halt vorher ausschalten, muss man auch noch etwas umverkabeln, weil das Problem ist immer die Toilette. Die Toilette braucht ja dann trotzdem das Magnetventil, wo man Strom braucht. Und deswegen ist es elektrisch immer eine Umverkablerei, bis das dann so einmal frei funktioniert. Also draußen Gardena dran, Wasser auf die Leitungen, Wasserhahn auf ohne Ende, bis halt, also immer halt, weil ordentlich macht den Hahn zu, ne? Und wenn ich halt so einen Platz nicht habe, kann ich trotzdem meinen Tank benutzen. Das ist da jetzt schon eingebaut. Dann sehen wir hier hinten, wie angekündigt, Klimaanlage. Die ist jetzt nicht versetzt worden, sondern die ist hier direkt eingebaut worden. Da haben wir einen extra Ausschnitt gemacht und dementsprechend die Klimaanlage hier eingesetzt. Wie ihr das dann vorher in dem Video schon gesehen habt, haben wir euch das schon ein bisschen das dokumentiert, wie das deswegen ausgeschaut hat. Ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall durch. Hier sind die Kabel auch weg und jetzt ist hier alles versorgt. Schauen wir mal in den Schrank rein. Da sieht man jetzt auch nichts mehr. Da war ja vorher ein Chaos noch und jetzt ist alles ordentlich verlegt. Ne? So, ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil jetzt fehlt der Innenlüfter. Der Innenlüfter ist noch nicht lieferbar. Wie es halt so ist. Ne? Genau, und Dachluke bleibt. Und das ist halt entscheidend. Und das machen wir bei den anderen Wagen auch. Die kriegen alle drei eine Klimaanlage und kriegen alle das gleiche System. Ja, verfolgen wir alles dann. Machen wir dann extra Videos immer so zwischendurch. Nicht zur normalen Zeit, sondern dann mal einfach aus der Reihe für diese Einbausachen. Dann machen wir noch einen Blick schnell nach vorne, weil die Duo-Control ist auch schon verbaut. Gucken wir da mal schnell rein. Jawohl. Duo-Control verbaut. Mit Filter natürlich drin, so schaut es jetzt aus. Wurde jetzt hier angesetzt, weil es vom Rohr zu wenig war. Und leider kann man jetzt halt diese Abdeckung für den Radkasten hier nicht mehr anbringen. Das ist für diese Adria, haben alles so Radkastenabdeckung. Sieht man hier die Halterung noch, geht halt dann nicht mehr. Die ist jetzt irgendwo beigelegt. Ne? So schaut es jetzt aus. Können wir gerade noch der Außenwasser ums Eck schauen. Ja, haben wir jetzt hier die zweite Klappe, einmal Säge mit Befüllung für den Tank und hier eine zweite Klappe, haben wir jetzt extra im gleichen Design besorgen können. So schaut es aus, Gardena drauf, fertig. Ja, okay. Weitere Sachen folgen, seid gespannt. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und natürlich Abo drücken. Wir merken immer, dass viel mehr Leute die Videos anschauen, aber wir viel weniger Abonnenten haben. Wäre schön, wir hätten noch ein paar mehr. Also drückt Abo, kostet nichts. Bis dann, ciao.